So, erste Frage, kannst du den Islam innerhalb von 20 Sekunden erklären? Die wollen mich herausfordern hier. Kannst du den Islam innerhalb von 20 Sekunden erklären? 10? Wer bietet mehr? Nee, ist zu viel. Okay, wo ist die Stoppuhr? Warte mal. Dann machen wir jetzt Islam in 20 Sekunden. Warte mal kurz. Ich brauche erstmal eine Stoppuhr. Dann müsst ihr es ans Guinness Buch der Weltrekorde schicken. Lass mich gucken, weil dann habe ich die Übersicht, Charlie. Okay. Ich soll Islam in 20 Sekunden erklären. So. Islam ist, wir glauben an den einen Gott. Dieser eine Gott hat die Menschen erschaffen, hat die Welt erschaffen, ist der ewig unabhängige Gott, der Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Propheten gesandt, dieser Gott hat Bücher gesandt. Wer an die Propheten glaubt und an die Bücher glaubt, der wird das Paradies betreten, wer dies nicht tut und die Warnung erhalten hat, wird in die Hölle gehen. Der letzte Prophet ist der Prophet Mohammed, an ihn glauben wir, er ist unser Vorbild bis zum jüngsten Tag. 22 Sekunden, okay.